Dass die Arbeitsbedingungen von Textilarbeitern in Asien nicht gut sind, wissen wir spätestens nach diversen Katastrophen in asiatischen Textilfabriken. Etwa ein Drittel der 360 deutschen Bekleidungshersteller lassen seither die Produktionsbedingungen ihrer Zulieferer überprüfen. Dies berichtet der Industrieverband German Fashion. Doch das reicht nicht, denn am Horizont der Laufstege lauert bereits das nächste Problem. Es heißt Fast Fashion und meint die Rund-um-die-Uhr-Produktion. Es wird immer schneller, immer billiger und immer mehr produziert und landet am Ende auch schneller auf dem Müll. Über Fast Fashion, die Schattenseiten der Mode, berichtet auch eine Ausstellung im Dresdner Hygienemuseum, die Henrike Sander für uns besucht hat. So first off, I have some things that I got from H&M. So then I went to Forever 21. It wasn't even a question, it was just like fate. I just had to get it. I got this skirt, bright yellow, and it was $8.50. Es ist eine Jagd. Modediscounter werden gestürmt, weil das T-Shirt nicht mehr 5 Euro, sondern nur noch 3 kostet. Dass eine Näherin in Bangladesch dafür einen Tageslohn von nur 2 Dollar bekommt, lässt die Verbraucher im Moment der Gier kalt. Der Dokumentarfilm The True Cost erzählt vom wahren Preis, den wir zahlen, wenn wir Fast Fashion kaufen. Schnelle, billige Mode, die den großen Marken Milliarden Umsätze bringt. Anstatt 2 Saisons im Jahr haben wir praktisch 52. Jede Woche kommt etwas Neues. Und Fast Fashion hat es geschafft, immer mehr Produkte zu verkaufen. Fast Fashion ist auch der Titel einer Ausstellung, die im Deutschen Hygienemuseum in Dresden gezeigt wird. Die Kehrseite der schnellen Mode erwartet einen gleich am Eingang, in Zahlen und Bildern. Die Deutschen kaufen 30 Kilo Billigmode pro Jahr und werfen knapp die Hälfte davon weg. Dabei wissen wir eigentlich gar nicht, wie der warme Pullover oder der Mantel hergestellt werden. Mit drastischen Bildern von schreienden Angora-Kaninchen appelliert die Ausstellung an unser schlechtes Gewissen. Wir sind eine visuelle Generation. Nicht? Bei uns funktioniert sehr viel über Bilder. Und ich glaube, da kann man sehr viel anregen durch schockierende Bilder und sagen, schaut her, das sind die True Costs, das ist der wahre Preis. Dafür, dass ihr jede Woche in den Laden gehen könnt und euch ein neues Kleidungsstück kaufen könnt. Sowohl die Ausstellung als auch der Dokumentarfilm setzt auf die Gegenüberstellung von Elend und Mode. Als 2013 in Bangladesch die 8-stöckige Produktionshalle Rana Plaza zusammenstürzte, war die Welt erschüttert. Mehr als 1000 Menschen starben, obwohl sie auf die Sicherheitsmängel längst hingewiesen hatten. Aber es ging immer darum, welche Firma eine Jeans noch billiger näht als die andere. Auf statische Mängel der Fabrikhalle konnte da nicht geachtet werden. Es ist nicht nur der Preisdruck. Es hat etwas damit zu tun, dass man das Leben anderer missachtet. Das sollte nicht sein. Das ist nicht richtig. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir leben in einer globalen Welt und wir lassen das Leben anderer links liegen? 5 Millionen Liter Abwasser fließen täglich im indischen Kanpur in den Fluss. Hochgiftige Rückstände der Lederindustrie. Nur dafür, dass eine Lederjacke 50 Euro kostet und im nächsten Jahr im Kleidercontainer landet. Die Fast Fashion hinterlässt wachsende Gebirge nutzloser Altkleider. Das ist eine ganz traurige Entwicklung durch Fast Fashion. Man beginnt Kleidung eigentlich nicht mehr zu schätzen. Also es ist eine Art von Wegwerfprodukt. Wenn man einen Knopf abfällt oder ein Loch in der Socke ist, denkt man so, ja, kostet ja nicht viel, kaufe ich mir was Neues. Aber was ist die Lösung? Die Ausstellung Fast Fashion empfiehlt Slow Fashion, langsame Mode. Fair gehandelte Baumwollprodukte oder neue Designs aus alten Stoffen, wie dieses Ausstellungsstück. Ein Rucksack aus alten DDR-Zeltplanen, genäht von der Designerin Bettina Kletsch. Sie macht aus Materialien, die andere wegwerfen, wieder etwas Neues. Und das tut sie ohne Eile. Einen Rucksack pro Tag näht sie. Und ist glücklich dabei. Wir machen einfach nicht mehr alles so schnell. Ich glaube, das ist eine gewisse Entschleunigung in allen Bereichen irgendwie. Der Sache irgendwie zutäglich wäre, einfach weil wir gar nicht so schnell können, wie manchmal alles passiert. So, ne? Und ich glaube auch in der Mode, weil klar ist es, wenn man es langsamer macht, konsumiert man auch langsamer und schmeißt auch langsamer weg. Langsamer werden,
Das ist gut gemeint. Aber wie soll das gehen in einer Welt, in der Verschwendung ein Synonym für Prestige ist? Mit schneller Mode erfinden wir uns immer wieder neu. Widerstand ist zwar nicht zwecklos, aber auch verdammt schwer. Es werden ständig neue Bedürfnisse geschaffen. Und wir sind einfach auch nur Menschen. Und wir sind da natürlich sehr anfällig für. Also ich glaube, das ist eine ganz einfache evolutionsbiologische Erklärung, dass wir ständig immer was Neues haben wollen. Wir wollen Beute. Wo die Ausstellung Fast Fashion noch Lösungen anbietet, zeigt der Dokumentarfilm The True Cost einfach die Realität. Er sagt, dass Bilder von einstürzenden Fabriken unser Gehirn nicht davon abhalten, auf Kaufen zu schalten, sobald es etwas zu kaufen gibt. Aber man erfährt auch, Konsum macht nicht glücklicher, sondern immer unglücklicher. Lassen Sie doch einfach mal los, auch wenn das schicke Teil nur 3 Euro kostet.